Liebe Gemeinde, hier sind wir wieder bei einem kleinen Speziale zu Neverwinter. Denn Neverwinter befindet sich gerade im Winterfest, welches hier noch ganz genau 11 Tage lang andauern wird. Riesiger Frame-Einbruch. Und, ja, ich habe jetzt gerade deutlich größere Frame-Einbrüche als vorher bei der Testaufnahme. Und ja, wie es nun mal so üblich ist für solche größeren Events, zeige ich mal ganz kurz auf, was man hier so alles machen kann. Man kommt hier an, das ist ein eigenes Gebiet, man kann von überall hier aus hier hinreisen. Und nun ja, zuerst mal reden wir mit dem Bürgermeister, der jetzt gerade geladen wurde. Bürgermeister Wario Keepheit. Ich hoffe, dass euch das diesjährige Siemere-Fest gefällt. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Ja, erstmal erzählt mir etwas über das Winterfest von Siemriel. Ich kann euch alle Fragen beantworten. Was möchtet ihr wissen? Erzählt mir etwas über die Siemriel-Feiertage. Das Winterfest feiert Siemriel, das Winterfest feiert Siemriel, das Fest der Wintersonnenwende und der längsten Nacht des Jahres. Aber Siemriel ist keine düstere Beobachtung nach Dunkelheit, es ist ein Fest zum Überstehen des Winters. Also anstatt die längste und kälteste Nacht des Jahres zu fürchten, feiern wir dieses Ereignis. An knisternden Freudenfeuern genießen wir gebratenes Fleisch und trinken süßen Winterwein. Statt uns gegen die Kälte zusammenzukauen, starren wir in die Finsternis und suchen in den Sternen, Omen des Glücks für das kommende Jahr. Unser Dorf Zwielichthügel war schon immer mit kristallklaren Nachthimmeln gesegnet, die vor langer Zeit die Utgard-Priester und Elefan-Astrologen anlockten. Nun, da die Lichter von Siemriel erschienen sind, kommen wieder Menschen aus der ganzen Schwertküste. Mit Hilfe von Lord Neverember haben wir unser Fest ausgebaut und heißen Reisende von überall bei den Siemriel-Feiertagen willkommen. Da hatte ich doch eine Frage. Nämlich erzählt mir etwas über die Aktivitäten des Winterfests. Da. Haar im Mund. Mit all den Leuten, die in unsere Stadt gekommen sind, haben wir einige neue Aktivitäten und Ereignisse für unser diesjähriges Fest vorbereitet. Wir haben einen Slalomkurs aufgebaut, der den Berg hinunter und um den See herumführt. Ihr könnt jederzeit das Zwielichtrennen testen und den Kurs so oft, wie ihr wollt, für die Höchstpunktzahl und Preise bestreiten. Der Glorfinder See ist einfach wunderschön, selbst im Winter, und wir haben für alle, die ihr Glück im Wasser versuchen wollen, Plätze zum Eisfischen vorbereitet. Leider haben Frostgoblins und dergleichen Teile des Sees übernommen und suchen nach Fischen oder den Lichtern von Siemriel. Daher benötigen wir Hilfe von furchtlosen Abenteurern wie euch, um sie abzuwehren und unsere Stadt zu beschützen. Wie ihr seht, gibt es beim diesjährigen Fest viel zu tun und wir haben vielleicht sogar noch eine Überraschung für euch. Na, habe ich noch eine Frage. Erzählt mir etwas über die Belohnung des Winterfests. Jedes der speziellen Ereignisse des Fests bietet einzigartige Belohnung. Sammelt im Zwielichthügel Sterne Siemriels, das ist die Währung hier, die man verwenden kann, um warme Winterschale, glitzernde Winterwaffen und mehr zu erwerben. Versucht euch beim Eisfischen oder bei einem Rennen in einem fabelhaften Winterschlitten. Den habe ich schon. Kommt jeden Tag für speziellen Aktivitäten und einzigartigen Belohnungen für dieses wunderbaren Fests vorbei. Wie dem gesprenkelten Reitpferd, scheckiges Reitpferd, geht auch klar. Und neuen Gefährten wie dem Rehkitz von Shiala, habe ich noch vom letzten Jahr, und dem Wintermimiker. Den habe ich letztes Jahr nicht bekommen. Ja, das wären dann alle Fragen. Und er hat 3 Quests. Letztes Jahr waren es nur 2. Also erstmal Siemriel Fest. Das Winterfest von Siemriel ist da und verspricht lange und sternreiche Nächte. Um die Leute beim Beobachten des Himmels wach zu halten, haben wir eine Reihe aufregender Aktivitäten organisiert. Einem Slalom, den Berg hinab im Zwielichtrennen, Eisangel am Glorfindersee und die Verteidigung unserer Stadt gegen Frostgoblins und ihre Verbündeten. All diese Sachen könnt ihr jederzeit machen und einmal pro Tag könnt ihr diese Quests für zusätzliche Belohnung erhalten. 5 Sterne Siemriels, also nicht sonderlich viel, aber immerhin etwas. Dann, Omen der Sterne, war auch letztes Jahr da. Während des Siemriel-Fests verheddert sich bei der nahenden Sonnenwende der Himmel im Schicksal von Sterblichen. Aha. Es heißt, die Leute könnten durch das Betrachten der Sterne Omen für die Zukunft sehen. Und so stellen wir jeden Festabend für alle unser großes Teleskop auf und gewähren jedem einen Blick in die Zukunft. Wollt ihr es auch immer versuchen? Ja, okay, warum nicht? Und ganz neu ist Sternzeug.
Willkommen zurück, Abenteurer. Ich bin hocherfreut, euch wieder zu einer Nacht der Festlichkeiten zu begrüßen zu dürfen. Zweifellos brennt ihr nur darauf, euch amüsieren zu gehen, Bier zu trinken und die Sterne zu deuten. Doch bevor der Spaß losgeht, solltet ihr zuerst mit der Geschenkemeisterin sprechen. Sie hat eigens für euch ein kostenloses Paket vorbereitet. Das ist natürlich etwas ganz Schönes. Auf bald, Sterngucker. Mal gucken, ja, da haben wir zuerst einmal die Stern, nicht Geschenkmeisterin. Guten Tag. Simira hält dieses Jahr für alle Geschenke bereit. Wie gelange ich an Sternlichtpakete? Ich gebe sie euch. Besser gesagt, ich kann euch während des Winterfests einmal pro Tag einen Gutschein gewähren. Oh, das ist gerade das Rennen losgegangen. Das werden wir wohl vermutlich verpassen, dieses Rennen. Dann gehen wir dann werden wir die ganzen anderen Dinge einmal durchgehen. Also, ich kann euch während des Winterfests einmal pro Tag einen Gutschein gewähren. Diesen könnt ihr dann auf dem Zen-Markt gegen ein kostenloses Sternlichtpaket einlösen. Aber alles der Reihe nach. Ihr müsst also jeden Tag mit Bürgermeister Kippheit sprechen, um den Gutschein erhalten zu können, den wir für euch hinterlegt haben. Falls ihr das Fest darüber hinaus unterstützen wollt, könnten wir euch auch weitere Pakete zum Verkauf anbieten. Öffnet so viele, wie ihr kaufen könnt und erhaltet aufregende Belohnungen. Und es ist folgendermaßen. Also erzählt mir mehr über Sternlichtpakete. Sicherlich. Aufgrund des Fests des vergangenen Jahres, welches dank Abenteurern wie euch das bisher erfolgreichste war, haben die Dorfbewohner entschieden, etwas Bedeutsames zu veranstalten, um eure herausragende Leistung zum Wohle der Schwertküste zu honorieren. Indem ihr euch etwas Auszeit von euren Abenteuern genommen habt, um euch mit uns einfachen Leuten zu amüsieren, habt ihr uns vor Augen geführt, dass Abenteurer nicht nur die Ritter und Magier aus uns unvorstellbaren Erzählungen sind, die Drachen bekämpfen und sich in gefährlichen Gewölben begeben, sondern dass sie ebenfalls Individuen sind. Jeder so einzigartig wie ein Stern am Himmel. Das ist lieb. Als uns dies klar wurde, haben wir es zu unserer Aufgabe gemacht, unzählige Gegenstände, die Abenteurer über das ganze Jahr hinweg in ihren Besitz bringen wollten, zu beschaffen und zu katalogisieren. Wir haben diese Gegenstände zu Geschenkpaketen zusammengestellt, um euch die Möglichkeit zu geben, Gegenstände, die euch möglicherweise während eurer Abenteuer entgangen sind, nachträglich zu erhalten. Rechtschreibfehler! Wortfehler! Erzählt mir von den Simril-Geschenken. Ich freue mich, dass ihr fragt, mein Freund. Unsere Lichthandwerker haben unermüdlich daran gearbeitet, diese magischen Laternen für die Festaktivitäten herzustellen. Ihr werdet ein Set in jedem Sternlichtpaket vorfinden. Wieso ein ganzes Set? Ganz einfach. Damit ihr die Laternen zusammen mit euren Freunden loslassen könnt. Und das ist auch der Sinn dahinter. Findet euch mit Abenteurern, Freunden oder Leuten, die ihr gerade erst während des Festes getroffen habt, zusammen und lasst ein paar Laternen los. In jedem Set befinden sich genug Laternen für eine Gruppe von 5 Personen. Wenn ihr euch versammelt habt, lasst die Laternen fliegen und genießt die wunderschönen Lichter, die dann an den Himmel fahren. Die dann an Himmel tanzen. Aber dabei geht es nicht allein um den schönen Anblick, denn eure Freunde erhalten ein halbes Dutzend Sterne Simrils. Jedes Mal, wenn ihr ein Simril-Geschenk loslasst. Wenn sie Glück haben, können sie eventuell sogar einen Glücksstern. Das ist ihnen etwas, was man täglich bekommen kann. Und gegen den Schlitten und gegen den Frostmimiker einzutauschen. Dafür ist es da. Sind die Glücksterne da. Oder eine Sternlichttasche erhalten. Verwenden, öffnet euer Geschenk. Ihr habt bis jetzt 3 davon. Ah ja. Sternlichttasche, stimmt. Welches die gleichen Geschenke beinhaltet wie das Sternlichtpaket. Auch wenn die Inhalte an die jeweilige Person gebunden sind, zählt jedes Öffnen wie das Öffnen eines Pakets, um neue Geschenkmöglichkeiten freizuschalten. Ich verstehe. Was für Belohnung kann ich erhalten? Es gibt da eine ganz andere Sache, das heißt, erkläre ich, nachdem ich es vorgelesen habe. Oh, ihr könnt alle möglichen Belohnungen erhalten. Und je mehr Sternlichtpakete ihr öffnet, desto mehr variieren die Belohnungen bis beim nächsten Öffnen. Jedes Paket beinhaltet ein Simril-Geschenk, das ihr mit euren Freunden teilen könnt, und eine Winterneuheit, die Schals, Eiskunstwerke und dergleichen hält. Manchmal findet ihr dabei sogar die extrem seltenen Glückssterne vor. Zusätzlich kann jedes Paket seltene Ausrüstung, Verzauberung oder Zen-Mark-Verbrauchsgüter enthalten, einschließlich dem Schutz der Bewahrung. Oho, Umlernmark und mächtigen Schriftrollen des Lebens. Die Chance auf aufregende, seltene Ereignisbelohnungen ergibt sich nach Öffnen einer Handvoll von Paketen. Auf welche Belohnung kann ich hoffen, nachdem ich 5 Pakete geöffnet habe?
öffnet 5 Pakete und ihr könntet eventuell handerlesene Schätze von Ereignissen und Festen, die über das ganze Jahr hinweg veranstaltet wurden, erhalten. Die gesamte Liste an möglichen Gegenständen ist wie folgt. Das hier, der Schlachtfeldsanitäter, wandernde Vogelscheuche, Maskeradenmasken, vergoldete Valkyrienwaffen, Kriegshund des Champions, Lidras Glocke, die beiden habe ich schon. Na, und nach 10 Paketen? Öffnet 10 Pakete und ihr könnt eventuell handerlesene, ja. Die gesamte Liste an Thron des Löwen, Apparat von Gott, Dingsbums, behilfsmäßige Bauernwaffen, Blaustreifenschwein, Rekes von Schiala, reisender Gaukler, scheckiges Reitpferd. 15 Pakete? Ergeben wilde Waffen und bewaffneten Orkwolf, Waffen der Barbaren, einen Schattenwolf, Waffen der Tieflinge, Paladingeist der Helmiten, Damaran-Waffen, Selberassler, also vulkanische Waffen, Flammenfee, Waffen der Schalakai, Druide der Mondscheiesel, Primitivwaffen, Echsenvolkschamane, Blauflammenwaffen, Intellektzehrer. Ich habe noch eine Frage. Was ist bei 20 Paketen? Alchemistentüftler, Lilient, Rotkappen-Povri, mysteriöses Hühnerei, Schriftenschachtel des verdrehten Zwergs, Hexenmeister des Santarim und der Schmiedehammer von Gond. Das wäre eigentlich alles. Ich komme übrigens, um meinen Gunschal abzuholen. Willkommen zurück, mein Freund. Ihr seid aber flott. Gerade rechtzeitig vor Atilkis Geschenk, wenn ich mich recht entsinne. Was haben wir denn hier? Neven, hier bitte, oder Spieler, je nachdem. Hier bitte schön euer Gutschein für ein gratis Geschenk. Viel Spaß bei den Festlichkeiten und vergesst nicht, euer Single-Geschenk mit euren Freunden freizusetzen. Das werden wir vielleicht auch mal machen, aber vermutlich nicht jetzt. Das Pflichtrennen geht noch 5 Minuten, das heißt, wir haben noch 5 Minuten, um uns alles anzusehen. Jetzt auf diesen Gutschein, den ich habe, Doppelklick machen. Und dann kann man hier ein Sternlichtpaket einfach so kaufen. Ja. Und Pling hat's gemacht. Ich könnte noch eins für 100 Cent kaufen, die ich ja noch irgendwie in der Tasche habe. Aber muss jetzt gerade nicht sein. Und schauen wir mal, was drin war. Ich habe schon 3 geöffnet. Das ist jetzt das 4. Eine Veredelungstruhe. Oho. Ein Silbergeschenk und 10 kleine Eiskunstwerke. Was ist da drin? Na. Hätte auch was Vernünftiges sein können. Egal. Wo wollte ich jetzt hin? Ach ja. Durch das Teleskop glotzen. Will man ja auch mal machen. Gleich dürfte eigentlich Eiskampf sein. Das ist immer recht lustig, aber da brauche ich auf jeden Fall. Moment, da brauche ich das hier. So. Einmal durch das Teleskop gucken. Ja, aha. Und es ist. Was sehen wir hier? Welches Sternbild? Es sind die schlaflosen Ritter. Das ist jetzt aber weit hergeholt. Ja. Ja. Astrologe, sag mir, was hat das zu bedeuten? Die Sterne verbergen viele Omen und während des Simiril werden sie enthüllt. Ja, wie erhalte ich einen Glückszauber? In jeder Nacht des Winterfests könnt ihr mit Bürgermeister Vario Kreppheit sprechen, der euch zum Teleskop schickt, damit ihr in den Himmel blickt. Kommt danach zu mir und erzählt mir, was ihr gesehen habt. Ich werde euch daraus einen Glückszauber bereiten. Euer Glückszauber kann viele unvorhersehbare Wirkungen haben und wird euch einen Glücksstern gewähren. Dies sind die Marken, die ihr gegen besondere Gegenstände des Fests eintauschen könnt. Also kommt täglich zurück und sprecht mit dem Bürgermeister und betrachtet den Himmel. Ja, das ist einfach. Erzählt mir was über das Teleskop. Der Himmel von Zwillichtzügel zieht schon seit langer Zeit Beobachter an. Die Elfen von Illefan besaßen ja einst Observatorien, genau wie die uralten Zwerge und sogar der lang verschollene goldene Adler stammt von Utgard. Dieses Teleskop ist das neueste Instrument zur Beobachtung der Sterne. Es war ein Geschenk von einem Gelehrten aus Candlekeep, der sagte, dass es in einer Simiril-Nacht einem Reisenden ein Omen zeigen wird, das die Geschichte verändern wird. Aha. Aus diesem Grund dürfen es alle Reisenden während des Winterfests benutzen. Ich verstehe soweit. Was, ja. Ja. Die Sterne können viel über das Schicksal einer Person verraten. Während des Simiril-Fests werden die Weissagungen, die ich vorbereite, zudem viel aussagekräftiger. Eure Weissagung ist nun bereit. Öffnet sie, um zu sehen, was das Schicksal für euch bereithält. So. Also fragen wir uns, was die Dame, der Elf aus dem Astro-TV uns jetzt hier zusammengeschrieben hat. Und mal gucken. Weissagung Zweifel.
Eine gesunde Dosis Misstrauen wird euch heute weit bringen. Das ist vielsagend. Das ist hochgradig vielsagend. Nun ja. Während das Zwillingsrennen noch läuft, können wir uns ja kurz ein bisschen, was die Aktivitäten angeht, nochmal ein bisschen umhören. Was war das denn gerade? Da ist wohl irgendwas gestorben. Wo ist die Treppe? Ah, nicht am Teleskop hängen bleiben. Wir fragen erstmal bei dem Angler nach. Meister des Eisfischens, sprich mit mir. Es ist eine gute Nacht zum Fischen, glaubt ihr nicht? Ja, ich habe sehr viel Anglerglück. Erzählt etwas über das Eisfischen. Willkommen zum Glorfinder Seereisen. Da. Beim Glorfinder Seereisen müsste es eigentlich heißen, aber egal. Dein Name bedeutet See des gerechten Glücks. Ja, es ist sehr gerecht, dieses Glück. Unser See ist in der Tat glückbringend, denn selbst im tiefsten Winter wimmelt es voller Fische, von den gewöhnlichen braunen Braxen, von der gewöhnlichen braunen Braxe bis hin zum seltenen Kerzenfisch. Wir teilen den Reichtum unseres Sees gerne, selbst wenn er überfroren ist. Wir haben Löcher zum Eisfischen und das Eis geschlagen. Ihr braucht zunächst eine Angelrute und könnt euch dann an einem Eisloch versuchen. Obschon nicht unbedingt notwendig, könnt ihr einen Köder verwenden, um eure Chancen auf einen größeren Fisch zu erhöhen. Sobald ihr einen Handwerkermeister des Lichts über die Simril-Lichtkunst eingestellt habt, könnt ihr bessere Angelrouten und Köder herstellen, um noch größere Fische zu fangen. Erzählt mir noch mehr! Wie ihr sehen könnt, schimmern die Angellöcher in verschiedenen Farben. Der Grund dafür sind die gefallenen Stämme Simrils in dieser Gegend. Wenn die Fische fressen und nahe der Öffnung vorbeischwimmen, passiert etwas Merkwürdiges. Das Wasser beginnt zu schimmern. Je mehr Aktivität an einer Öffnung herrscht, desto stärker schimmert das Wasser. Ein violetter Schimmer zeigt die stärkste Aktivität an. Dann könnt ihr vielleicht sogar einen seltenen Dog Race oder einen schwer zu fassenden Kerzenfisch fangen. Auch die Teilnahme am Angelwettbewerb ist möglich. Haltet nach diesen Ausschau, vielleicht könnt ihr dabei ja sogar den Hauptpreis erreichen. Einstreichen, danke für die Information. Ja, auf Wiedersehen. Dann machen wir uns jetzt auf und... Oh, das Zwielichtrennen ist jetzt in 30 Sekunden vorbei. Da können wir bei den Typen vor dem Zwielichtrennen nachfragen, wie das dann mit dem Zwielichtrennen so ist. Nein, wir wurden überholt. Wie tragisch. So. Auf das Angeln gehe ich gleich noch ein bisschen genauer ein. Rennmeister. Oh Gott. Ich kann euch alle Fragen über das Zwielichtrennen beantworten, also schießt los. Erzählt mal was über die Zwielichtrennen in den Zwielichtrennen-Slalom. Das Zwielichtrennen ist ein Slalom vom Zwielichthügelberg herab und um den Glorfinder See herum und endet direkt unter dem Dorf. Wagemutige rasen die vereiste Strecke hinab und versuchen Punkte zu erhaschen, um die Kontrolle zu behalten. Es ist ein Riesenspaß. Es gibt auch regelmäßig Wettbewerbe für Preise. Also meistert die Strecken und werdet der nächste Gewinner. Wenn ihr das Zwielichtrennen testen möchtet, betretet den Tunnel hinter mir, um zum Kurs zu gelangen. Danke für die Information. Was benötige ich ein Reittier für das Zwielichtrennen? Auch wenn viele den Slalom auf ihrem Lieblingsreittier bestreiten, ist kein Reittier notwendig. Einige behaupten sogar, dass ein Reittier auf der eisigen Strecke ein Kompromiss zwischen... Geschwindigkeit und Kontrolle ist. Aha. Da ist durchaus etwas Wahres dran. Es liegt an euch herauszufinden, was euch am besten passt. Wie auch immer, ich denke, ihr werdet eine Menge Spaß haben. Ja, danke für die Information. Sieht ein bisschen komisch aus, der Zwerg hier. Wie erhalte ich Punkte beim Zwielichtrennen? In jedem Rennen erzielt ihr auf drei Arten Punkte. Ihr bekommt Punkte, wenn ihr rechtzeitig eines der Streckentore erreicht. Ihr habt nur 30 Sekunden, um von einem zum nächsten zu kommen. Also beeilt euch. Wenn ihr es rechtzeitig zu allen vier Toren schafft, erhaltet ihr 100 Punkte. Man erhält 100 Punkte pro Tor, soweit ich weiß. Ihr erhaltet 100 Punkte, wenn ihr durch Slalomtore der Strecken fahrt. Aber seid vorsichtig, die Strecke ist glatt und voller Hindernisse, Beschleunigungspfade und Sprünge. Jedes der 25 Tore auf der Strecke ist 10 Punkte wert. Hin und wieder erscheinen Bonustore auf der Strecke. Sie können eine Menge Punkte gewähren, sind aber oft nur sehr schwer zu erreichen. Eigentlich überhaupt nicht. Erzählt etwas über den Zwielichtrennen-Wettbewerb. Während des Zwielichtrennen-Wettbewerbs werden alle Punkte des Rennens zu einer Gesamtpunktzahl zusammengezählt. Wenn ihr nur die einfachen Belohnungen wollt, dann wird ein Rennen ausreichen. Wollt ihr aber die Chance auf eine der guten Belohnungen erhalten, dann müsst ihr den Slalom mehrmals absolvieren und die Höchstpunktzahl erreichen. Wenn ihr zu spät erscheint, verzagt nicht. Die Bonustore machen
machen einen großen Unterschied und der Führende kann immer noch einen Fehler machen. Das kann ich so bestätigen. Ja, auf Wiedersehen. Es macht da eigentlich am meisten Spaß, diesen Slalom mit dem Schlitten zu absolvieren, aber ich werde ihn vermutlich auf dem Pferd durchführen, glaube ich. Wenn man dann schneller wieder zum Slalom zurückkommt. Oh, in einer halben Minute. Wir reden später mit dir, wir müssen jetzt aufs Eis. In einer halben Minute wird hier geschnetzelt und da muss ich erstmal eine gute Position aufsuchen. Ich würde sagen, da hinten ist eine gute Stellung, oder? Es sei denn, da ist ein anderer. Da ist ein anderer. Nein, nicht außer rutschen. Hier ist eine gute Position, würde ich sagen. Jo, hier ist gut. So. Da. Freunde! Ins Auge. Und erstmal den Hieb zünden. Ach, die Schwester ist auch dabei. Weh, die klappt mir Kills. Nein, ich will... No. Oh oh, nein, 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 nein. Aua, das tut weh. Also, Eisfeuergulms geben wohl am meisten Punkte. Nach den Riesen, aber Riesen kommen erst später. So, ich mach euch platt. Oh oh, oh oh. Aua, das wird... Ja. Freien Probleme. Auf Doom. Gerade halten wir den ersten Rang, das ist... annehmbar. Aber hier ist jetzt lieber nichts. Oh, da ist wieder was. Die klaut unsere Kills. Wenn es gut läuft, bin ich eigentlich durchgehend dabei, irgendwas zu töten. Das sieht aber gerade nicht danach aus. Weil irgendjemand uns die Kills hier stiehlt. Fliegen! Also auf diesem Eisrennen ist eigentlich Beweglichkeit alles, wenn man ein Nahkämpfer ist. Als Fernkämpfer muss man sich, glaube ich, nicht zu sehr bewegen, sondern nur ein bisschen ausweichen. Hier hat man das Problem, dass man beim Ansturm auf den Gegner verpassen könnte. Ihr gehört auch mir, Freunde! Und Flächenschäden sind wie üblich hier das Nonplusultra. Deswegen haben Magier und auch Waldläufer gern mal ihre Vorteile. Und Zweihandwaffenkämpfer natürlich auch. Im Nahkampf allerdings. So, nein, aua, das tut weh. Nicht tun, au. Du wirfst ja keinen Eisbrocken. Wir hatten Eisbrocken geschmissen, eiskalt. Oh, kommt her. Nein. Das Problem ist, wenn man auf dem Eis verdammt schnell rutscht. Und ansonsten das Prinzip dieses Eiskämpfens nicht sonderlich schwierig. Es geht nur darum, alles zu töten. Und dann hat man eigentlich schon das grundlegende Prinzip des Eisklatschens. Trolle klatschen, Trolle klatschen. Komm! So! Oh, kann die nicht irgendjemand anderen die Kills stehlen? Das ist... Nein! Im Vorbeigehen einfach kurz mal die Beine weggesenkt. So wie es sein muss. Meine! Erstmal den Hieb zünden. Nein! Da hinten sind wieder welche. Okay, wir haben die Aggro von den Eisgolems da. Okay, da hinten ist jetzt irgendwie da unbesetztes Land, also holen wir uns das hier. Ach, natürlich kommt der Schurke oder Wald. Der Schurke und direkt hinterher gerannt. Oder die Schurkin. Jetzt kommt die auch noch uns hinterher gerannt. Warum rennt das? Warum? Na gut, solange uns hier niemand den ersten Platz wegnimmt, ist alles in Ordnung. Vergesst nicht, es geht im Leben immer nur darum, Erster zu sein. Egal wobei. Immer. Nein, das meine ich nicht ernst. Tabulieren, nein. Ich will unaufhaltsam sein. Hieb. So. Hier
Hier ist wieder alles weggesenzt, also rennen wir wieder hinten rüber. Hey, Freunde! Na, wie geht's denn? Ja, kommt doch her! Erstmal da hinten hinspringen, damit hier wir noch mehr Aggro ziehen. Hey, Freunde! Und dann sind noch mehr. Ach, die rennt uns wirklich hinterher. Das ist echt eine Katastrophe. Die hat ein Aufmerksamkeitsdefizit, glaube ich. So. Das ist mein Platz. Warum rennen uns hier alle nach? Es gibt auch gerade leider keine Gefechtspause, dass ich nicht einsehen kann, wie weit die anderen hinter... Oh, da hinten ist ein Riese, da hinten ist ein Riese. Aber die gehen jetzt alle zum Riesen, dann können wir die Gelegenheit nutzen und uns hier die ganzen anderen holen. Wozu Riesen, wenn es 10.000 Kleinviecher gibt? Also Pseudo-Kleinviecher. Okay, wir sind eingefroren. Ich möchte nicht eingefroren sein, das ist unangenehm, generell. Und noch ein. Müsste schnell sein. So, und so, und so. Komm her! Schläger! Die Aufnahme ist der... Moment. Nee, das hatten wir schon mal. Die, Framezeilen werden mir gerade oben nicht angezeigt. Das hatte ich schon mal. Da habe ich aus Versehen mal die Aufnahme abgebrochen. Ich hoffe mal... dass dann jetzt gerade nicht so ist. Vermutest du die... Ach, jetzt wird sie wieder angezeigt. Das ist beruhigend. Ich wusste es. Ich hätte beinahe schon wieder den Herzkasper gekriegt hier. Jetzt sind die wieder weg. Die Frame-Zahlen. Vermutest du die Frames zu niedrig, um angezeigt zu werden? Also die Frame-Rate. So, kommt her, Freunde! So, einfach immer wegsenden. Warum rennt die uns nach? Kann die nicht auf sich selber aufpassen? Ich glaube, es liegt daran. Die hat irgendwie Angst zu krepieren. Das ist meine einzige Erklärung dafür. So, 5 Minuten geht es noch. Wir sind noch mit Abstand Rang 1. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, wie groß der Abstand nun wirklich ist. Aber wir sind Rang 1 und das... Nein, 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 nein. Aua. Okay, erstmal. Unaufhaltsamkeit ist der Hammer. Oh, Freunde! Da stößt die jetzt eiskalt weg, alle Gegner. Also, die stößt eiskalt unsere Gegner alle weg. Das geht gar nicht. So, und... Freunde! Oh, was geht denn da hinten ab? Ey! So. Ein taktischer Positionswechsel ist manchmal angebracht. Wenn man zum Beispiel verhindern will, dass andere eine wunderbare Quelle an Gegnern bekommen. Ich sagte, T-Daily verwenden, so rum. Kommt mal alle her. Also der Trick ist, sich möglichst wenig bewegen zu müssen und wenn, dann sollte man besser nicht zu viel rutschen bei der Bewegung. Das macht einen nämlich ein bisschen ungenau. So, da. Alter. Jetzt ist sie richtig drinne. Jetzt, komm durch den Gegner an, die können wir durchgehend wegschnetzeln. Solche zum Beispiel. Kommt her, kommt her. Kommen sie ran. So. Und da hinten sind Gegner. Freunde! Okay, rennen wir wieder da hinten hin. Hier ist mir zu wenig los. Hier ist mir recht ausreichend viel los. So. Zumindest für mich alleine.
So, jetzt komm. Aua. Nichts. Das tut weh. Nicht machen. Aua. So, und jetzt ein Eisfeuer-Golem noch. Oh nein, das wird... Oh, oh, das wird wehtun. In der Mitte ist ja niemand. Warum? Warum ist das so? So, 2 Minuten müssen wir noch unseren Platz verteidigen. Freunde! Auf wen schießen die? Aua! Aua! So, jetzt reicht's mir. Au. Aua, nicht! Das tut weh! Alter! Ins Auge. So, die ganzen kleinen Goblins bringen, glaube ich, jeweils nur einen Punkt. Sind also nicht die lohnendsten, aber es gibt viele von ihnen. So. Hier geht aber richtig gerade die Party ab. Das gefällt mir so. Was geht denn da hinten? Haha! Da fühle ich mich wohl in einer riesigen Massenschlacht. Wo man einfach mit so einem Zweihandschwert einfach ganz kurz durchsensen kann. Aua, aua! Ja! Ich fühle mich irgendwie, als würde ich Pong spielen, aber als der Ball. Oder als der Punkt. Je nachdem, in welcher Epoche. So, jetzt geht ihr alle drauf. So, da holt uns hoffentlich niemand mal ein. So, die hier nehmen wir auch noch mit, denke ich. Kommt her, Freunde. Und noch einen Hieb hinterherhauen. So, ich würde sagen, das war's dann. Dann machen wir den Deckel nochmal zu. Und noch sowas. So. Okay, da haben wir doch ein bisschen mehr Abstand gesetzt als gehabt. An besseren Tagen kommt man irgendwie über 400 bis 500 Punkte. Magier teilweise bis 700 Punkte. Wir helfen den Leuten hier mal. So. Huch. Da lebt er noch. So, haben wir unsere Schuldigkeit getan. Jetzt fragen wir erstmal den netten Herrn hier nebenan, was wir überhaupt gerade gemacht haben. Ja, passt auf, wo ihr hintretet und seid vorsichtig da draußen. Erzählt mir etwas über Monster auf dem Eis. Die Monster draußen sind Frostgoblins, Eistreue und Eisbrandgolems. Das klingt nach den gleichen Kreaturen wie beim Angriff auf Icepire Peak in den südlichen Bergen. Wenn das, was ich gehört habe, wahr ist, dann werden sie von den Zwergen von Eisenmar zurückgedrängt. Daher scheint es, als suchten sie hier nach Essen und Beute. Ach, jetzt habe ich irgendwie Luft im Hals. Außerdem wurden Frostriesen gesehen, die ihnen Befehle geben. Wir können sie hier zwar aufhalten, doch werden wir Hilfe brauchen, wenn sie sich für einen Angriff sammeln. Danke für die Information. Erzählt mir etwas über den Wettbewerb. Wenn die Kreaturen sich für einen Überfall sammeln, werden wir es als Wettbewerb ankündigen, damit die gewöhnlichen Narren nicht in Panik geraten. Wir werden dann die Hilfe aller Neverwinter-Helden benötigen. Um euch für eure Zeit zu belohnen, werden wir die Monster zählen, die ihr tötet, und denen mit den meisten Punkten eine Belohnung gewähren. Sagen wir mal 1 Punkt für Goblins, 2 Punkte für einen Troll, 5 Punkte für einen Golem und, ja, ganze 20 Punkte für den Fall eines Riesens. Danke für die Info. Habt ihr weitere Tipps für den Kampf auf dem Eis? Wie ihr bereits bemerkt habt, werdet ihr auf einem gefrorenen See kämpfen. Was du nicht sagst, was sich deutlich von euren bisherigen Kämpfen unterscheiden wird. Hier sind einige Hinweise, die euch helfen könnten.
Denkt daran, dass es auf Eis schwer ist anzuhalten und loszukommen. Also wenn ihr also ausweichen oder entkommen wollt, solltet ihr euch früher als gewöhnlich bewegen. Ihr besitzt vielleicht einige Kräfte, die euch verlangsamen oder anhalten. Nutzt sie, um auf dem Eis zurechtzukommen. Und wenn ihr eine Verwehung seht, könnt ihr sie zum Anhalten nutzen. Nutzt sie zu eurem Vorteil. Auch die Feinde werden auf dem Eis herumschlittern. Dies ist zwar lustig, führt aber auch dazu, dass sie nicht immer dort sind, wo ihr sie erwartet. Der Kampf auf dem Eis wird anders. Ich schlage vor, dass ihr ihn in Ruhe testet, bevor ihr euch einer großen Schlacht anschließt. Das haben wir leider gerade schon gemacht. Also, jetzt haben wir noch, glaube ich, 16 Sekunden, bis das Angeln losgeht. Also gehen wir jetzt direkt angeln. Hier brauche ich wieder, den Punishment-Angriff hier, den strafenden Angriff. Dann stellen wir uns hier hinten hin. Und das Angeln geht los. Okay, erstmal einen hübschen, epischen Köder an die Angel hängen und... Huch. So. Fische sammeln. Käppenfisch ist schon mal ein guter Anfang. Gibt direkt 8 Punkte. Triefnasser Beutel ist auch ganz gut. So. Jetzt können wir noch X drücken, damit wir hier sehen, wer wie viel gerade am Fangen ist. Das sieht gerade gar nicht so schlecht aus. Fisch ist entkommen! Nein! Nicht entkommen, Fisch! So, komm. Es handelt sich eigentlich nur darum, dass wir jetzt durchgehend die F-Taste drücken müssen und die Punktzahl beachten. Nein, Fisch ist entkommen! Los. Nein, nein, ach, es kommt so ein erfolgloser Angler raus. Ich werde dir nicht zu Erfolg verhelfen. Niemals. Und tschüss. So, jetzt lass mich angeln. Der vertreibt die ganzen Fische. Oh, unser epischer Köder ist verbraucht und unsere Wasserstelle ist wieder eingefroren. Epischer Köder ist angelegt. Nächste Wasserstelle. Die Wasserstelle da hinten ist grün. Okay, Kerzenfisch ist eine super Sache. So, der strafende Angriff hat mich jetzt ganz schön schnell hierher gebracht. Dafür ist der große Sprung ebenfalls gut. Eigentlich alles, was euch da übers Eis bewegt, ohne dass ihr daran vorbei, oder dass ihr an den Löchern vorbeischlittert. So. Okay, ja, wollte ich gerade R drücken, um da rüber zu springen, aber das hat nicht so ganz geklappt. So. Wie lange hält der Köder noch? Oh, 13 Sekunden. Das ist jetzt nicht so viel, wie ich will, aber immerhin etwas. Nein, Fisch ist entkommen. Komm, Köder, halt noch diesen Fang an. Nein, Fisch ist entkommen. Komm, Köder, halt noch diesen Fang. Ach, leck mich doch. So. Dann haben wir noch blaue Köder, die verwenden wir auch mal. Das geht mich nichts an. Fisch ist entkommen, willst du mich verarschen? Ja. Es ist übrigens wenig überraschend, dass bei einer Disziplin, bei der es nur um Luck geht, ich ganz vorne bin. Das ist, es gibt einen Skill. Das kann man nicht anders sagen. Beim Angeln geht es auf jeden Fall um eine ganze Menge von Know-how und Skill. Nämlich, wann man zur richtigen Zeit den Fisch die Hände schüttelt, damit er nicht denkt, was für ein Arschloch. Was weiß ich. Alter! Du gehst wieder zurück in dein Angelloch. Und sei ruhig, du vertreibst die ganzen Fische. So, weiter angeln. Diese erfolglosen Angler. Nur weil die keinen Erfolg haben, müssen sie missgünstigen Pisser einen direkt erstmal entgegenkommen. Oh, da hinten ist ein blaues Loch. Da gehen wir erst... Es ist sogar ein episches Loch. Hinder! Da können wir vielleicht ein paar mehr Kerzenfische rausziehen. Wo wir gerade davon geredet haben. Komm, noch ein Kerzenfisch. Noch ein Kerzenfisch. Gib uns noch ein Kerzenfisch. Noch einen. Ah, gehen wir an das gewöhnliche Loch hier. Ein großes Problem ist ebenfalls, dass man aus Versehen andere Spieler anvisiert. So. Noch ein episches Loch. Das schadet uns nicht. Kerzenfisch!
So, ein Blackjaw. Komm, gib mir Kerzenfische. Ja, das sieht doch richtig gut aus jetzt. Nein, das Loch ist zu. Okay, dann setzen wir uns mal in dieses Loch hier. Da hat aber jemand was gesehen. Hinfliegen und, nein, nicht dran vorbei schlittern. Lass mich angeln. Okay, der Köder ist weg. Köder verwenden und weiter angeln. Nein, das Loch ist zu. Da hinten. So, auf dem Nebenzimmer höre ich gerade, wie sich jemand darüber beschwert, dass es unfair ist, dass ich über das Eis sprenge. Aber das ist mir so egal. Ja, Kerzenfische sind doch super. Okay, wir müssen noch 6 Minuten durchgehend die F-Taste vergewaltigen. Das, ich glaube, das schaffen wir. So. Okay, das ist da. Das Loch ist zu. Und hinfliegen. Also springen. 200 Punkte haben wir gerade. 20 Punkte sind aber kaum. Ey, jetzt blockiert die uns. Schweinerei. Komm, drück die F-Taste. Ach ja. Weil da irgendjemand anvisiert wurde hier. Also, wenn dieser Kreis blau ist, dann ist ganz schlecht mit F drücken. So, wie sieht am besten den Rand des Beckens an? Dann. Oh, hier kann ich sogar noch aus dem gefrorenen Wasser einen Fisch rausziehen. Bis da hinten renne ich nicht für eine blaue Quelle. Oh, oh, wir werden gleich eingeholt, wie ich sehe. Mit Wasser vollgesorgter Beutel ist auch ganz gut. Jetzt müssen wir uns noch 5 Minuten verteidigen, was unseren ersten Platz angeht. Oh. So. Da angeln wir hier gleich mal. Ein Kerzenfisch. Das ist immer das Beste, was man kriegen kann. Und noch ein Kerzenfisch. Ja. Wo wir gerade von Skill reden. Das ist einfach pures Luck, pures Glück, was wir hier haben. Ich versuche mich nicht mehr an englischen Vokabeln. Daran scheitere ich generell immer. So, noch ein Köder rangehängt und weiter geht's mit dem Angeln. Da ist da so ein blauer Tümpel, aber erstmal diesen ausbeuten. Okay. So, dann können wir diesen auch noch ausbeuten. Bis er leer gelaufen ist oder wieder eingefroren ist. Komm, 300 Punkte, das schaffen wir. Wenn es gut wird, kommen wir auf 400 bis 500 Punkte. So ein Kerzenfisch ist gut. Dann darüber springen. So, und weiter angeln. Ich kann ja natürlich noch kurz mal den Beutel auf... Ah, nein! Ausgerechnet jetzt kommt so einer. Komm her! Und geh wieder weg, denn du verscheuchst die Fische. Ich bin leider auf Bewegung geskillt gerade und also ich habe gerade Bewegungskräfte aktiviert und keine Angriffskraft. Deswegen können wir diese Angler nicht so schnell ausschalten. So, kurz mal die Kisten hier öffnen und gucken, ob vielleicht sich dann. Da ist ein epischer Köder drinne. Das ist jetzt der Hammer. Das heißt, wenn unser Köder gleich leer läuft, dann verwenden wir den epischen Köder, um unseren Vorsprung zu sichern. Da blockiert wieder jemand unsere. So. Also diese Kerzenfische, die wir kriegen, das ist ja unverschämt. Finde ich gut. Wir haben nur ungefähr 30 Punkte Vorsprung. Oder 40 Punkte Vorsprung. Das reicht an sich noch nicht. Übrigens, bevor ihr losrennt, bevor ihr zu dem nächsten blauen Loch rennt, das 10.000 Kilometer weit entfernt sind, solltet ihr euch mit dem nächstbesten Loch zufrieden geben, denn Bewegung kostet ja auch Zeit. Also unser Köder müsste langsam mal enden, glaube ich, oder? Ah. Wenn man davon redet. Verwenden und jetzt ziehe ich bitte ein paar Kerzenfische raus, um das Fass hier zuzumachen. Deckel drauf machen, den Vorsprung damit endgültig sichern. Aber durch das Beutel sind keine Kerzenfische. Ich möchte Kerzenfische.
Kerzenfische. Nicht Fische entkommen. Bringen die epischen Köter überhaupt was? Die epischen Köterköder. Ja, da war noch ein epischer Köder drin, das ist gut. Alter, wie viele... Normalerweise lässt man sich Zeit, die zu öffnen, aber ich... Wir sind ja gerade mittendrin. Ich eröffne die normalerweise erst nachher. Ha, aus dem geschlossenen Loch einen Kerzenfisch gefangen. Alter! Du verscheust die Fische! Seht ihr, deswegen verwende ich diese Kräfte nicht im Garten. Das ist jetzt echt mies hier. So. Okay, jetzt ist noch genau 30 Punkte Vorsprung. Und der Köder kommt wieder dran, würde ich sagen. 2 Minuten haben wir noch. Noch ein Kerzenfisch, das ist gut. Wir sind als Erste bei 400. Und durch nächster Beutel schadet uns auch nicht. Na, das ist leider nicht, was ich möchte. Schnell aufmachen. Da ist auch kein epischer Köder drin. Auch keiner. Schade. Alter, auf den lasse ich mich jetzt nicht ein. Tut mir leid. Ich habe nichts mit dem zu tun. Ich drücke jetzt einfach nur meine F-Taste. So. Diese epischen Köder bringen es doch, wenn ich bedenke, dass wir jetzt 2 Kerzenfische gefangen haben. Und einen Schwachkopf. Wir haben also einen Schwachkopf rausgefischt. Den kann man bestimmt super essen. Vor allem den Kopf, denn der ist schwach. Den kann man super zerbeißen. Was weiß ich, warum? Warum sollte man einen Fisch Schwachkopf nennen? Ich weiß es nicht. Okay, noch 1 Minute. Das schaffen wir, glaube ich. Hoffe ich. Es sei denn, derjenige, der hinter uns ist, kriegt jetzt 10.000 Kerzenfische. Davon gehen wir mal nicht aus. Ich verschwende jetzt auch keinen weiteren Köder. Die blauen Köder halten 2 Minuten und wir haben noch knapp 40 Sekunden, also... Naja, das ist eine Verschwendung. Okay, das ist jetzt nicht so gut. Episches Loch, episches Loch, episches Loch. Das wird jetzt nicht zweideutig gewertet. Bitte. Ey, nicht nett. Die stehen mir im Weg und verscheuchen die Fische. Alter! Noch so ein durchnässter Beutel. So ein nasser Sack. Okay, 30 Punkte Abstand. Das holt niemand auf innerhalb der kurzen Zeit. Und wir sind Erster. Ja! Ja, ich wollte den schönen Gesang noch hören, der dazu gehört. What? Nicht wegrutschen. So. Händler für Angelbedarf. Bei dem kann man übrigens eine einfache Angelrute kaufen. Ich verkaufe jetzt ganz kurz mal den Müll, den wir da rausgezogen haben. So. Die Angelrute kann man dann in Simri-Lichtkunst, dem neuen Beruf hier, also der Beruf, der temporär da ist, den kann man dann hier so, die kann man aufwerten, die Angel. Und hier kann man die Fische eintauschen gegen Sterne Simrils. Das heißt, rein theoretisch müsstet ihr nicht mal in den Events teilnehmen. Ihr könnt ja durchgehend angeln und dann durchgehend die Fische hier an den Fässern eintauschen gegen Sterne Simrils. Dann bekommt ihr euren Kappes schon zusammen. So. In 2 Minuten ist das Zwielichtrennen. Da können wir uns dann gleich mal hinbegeben. Und ja, sonst was machen. Was können wir denn sonst noch so gerade? Wir können auch 2 Beutel öffnen. Müll und noch mehr Müll. Ah gut. Also von diesen Lichtkapseln habe ich jetzt... Warte, ich glaube, ich kann das mal ganz kurz nachschauen. Wie viel habe ich von denen jetzt eigentlich? Ein großer von denen ist doch von letztem Jahr übrig, aber... Mal gucken, wo sind die denn? 685 ist schon mal nicht wenig. Und nochmal 999 mehr. Also 1684. Ist ja fast gar nichts. Und man kann die auch noch so bekommen. Also das ist... Und man stellt daraus dann diese Teile her. Diese Lichtpartikel. Aus den Lichtpartikeln stellt man... Aus 4 Lichtpartikeln stellt man dann ein solches her. Und aus 3 Lichtbündeln stellt man blaue, also seltene Köder her.
Oder man kann sich hier Lichtwand herstellen. Davon werde ich mir noch eine ganze Menge herstellen, glaube ich. Denn ich habe nur eine einzige Flasche. So. Hier sind wir auf dem Slalom. Wir könnten den mit dem Schlitten machen. Mit dem Schlitten, der übrigens, wartet, so aussieht. So, den könnten wir dafür nutzen. Aber dann sind wir in den Phasen, wenn wir wieder ins Rennen rein müssen, viel zu langsam. Oh, hier ist noch ein epischer Köder drin. Das ist. Da sind wir dann während der Phasen zu langsam. Also während der Zwischenphasen. Und diese paar Sekunden, die es einem kostet, können schon einiges entscheiden. So. Langsam schon mal der Startlinie annähern. Und bei 5 Sekunden kann man schon ungefähr loslatschen. Denn genau jetzt geht das Event los und da gewinnen wir das erste Slalom-Tor direkt mit. 10 Punkte. Ist schon mal was, ne? So. Nein, 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 nein. Das nehme ich noch mit. Das nehme ich noch mit. So. Ja, die Kamera ruckelt ein bisschen vor und zurück. Vor und zurück die ganze Zeit, ich weiß. Rang 1. Yay. Hier gehen wir auch nochmal durch. Hier und... Also man muss auch nicht immer mittig durch die ganzen Slalom-Tore durchgehen. Das kann einem ein bisschen Zeit kosten. So. Nicht hängen bleiben. So, das erste Streckentor hätten wir geschafft. Dann nehmen wir das dazugehörige Slalom-Tor mit. So. Nein, nicht! Nicht hängen bleiben! Bleib nicht hängen! Okay, jetzt müssen wir auf dieses eine Strecken, auf dieses eine Slalom-Tor pfeifen. Andernfalls erreichen wir vermutlich nicht mehr das dritte Streckentor. Das dritte Streckentor. Denn man muss ungefähr 17 Sekunden haben, wenn man um die Kurve, die wir gerade passiert haben, geht. Ansonsten ist es komplizierter. So, und durch. Dafür habe ich kurz in Kauf genommen, dass wir drei Streckentore nicht mit, Slalom-Tore nicht mitgenommen haben. So, und jetzt hier durch. Alter, ruckeln, ruckeln, ruckeln. Wie können die uns bitte überholen? Das geht gar nicht. Das ist nicht machbar. So. Und weiter. Ich habe die gerade zwischenzeitliche Sequenz gerade. Okay, 630 Punkte. Ich habe die Zwischensequenz, wo wir gerade das die Bretter hochlaufen, mit Escape abgebrochen. Weil auch die paar Sekunden können. Nein, nicht hängen bleiben. Alles nur nicht hängen bleiben. So, so, so. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das haben wir mitgenommen. Das nehmen wir auch mit. Alter, das ruckelt übrigens wegen dieser Geschwindigkeit so vor und zurück. Ich glaube, darauf kommt die Kamera nicht so wirklich klar. So, und jetzt da. Nein, nicht hängen bleiben. So, man wird übrigens enorm beschleunigt. Also das sind jetzt nicht die Standardgeschwindigkeiten der Reittiere. So. Hoffentlich, wenn wir Glück haben, bekommen wir noch ein paar Boni. Oh nein, nein, oh nein, jetzt nicht hängen bleiben. Was passiert jedes Mal, wenn ich diese Ecke... jetzt gehen wir gerade in die Kurve. 17, 18 Sekunden, gut, das... Oh, oh, Goldbonus. Und beinahe. Unser natürlich. Denn ihr gehört ja dazu. Alle, die das hier zusehen. Dem hier zusehen, wie auch immer. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, da hinten dürften noch ein paar Boni sein, die möchte ich haben. Wie kann die schneller sein als ich? Ich ruckel die Kamera hier hin und her. Dritte Streckentor haben wir nicht erreicht, was? Häme! Stümperei! So. Das ist eine Lüge. Habe ich wirklich nicht auf die Zeit geachtet, als wir den Goldbonus bekommen haben. Nicht an den Rucklern. Es liegt eindeutig an den Rucklern. Die Frames werden mir gerade nicht wieder angezeigt. Jetzt werden sie mir wieder angezeigt. Das kann nicht wahr sein. Kriegt ihr da als einen Goldbonus vor die Nase. Aber den Silberbonus haben wir uns geholt. Komm.
Scheiße, Slalom Tor, da hinten ist ein Silberbonus, den will ich haben. Da hinten ist sogar ein Goldbonus, den will ich auch haben, aber den kriegen wir nicht. Silberbonus mitnehmen. Haben wir den? Nein, haben wir nicht. Hat sich halt voll nicht gelohnt, da abzubiegen. Nein, es liegt nicht an meinem Rechner. Diesmal nicht. Das hatte ich letztes Jahr interessanterweise nicht. Aber da habe ich auch mit einem langsameren Mount gespielt. Das kann nicht wahr sein. Das kriegt auch noch den Silberbonus vor uns da. Die hat uns überholt. Wir sind Dritter. Das geht jetzt nicht. Sonst muss ich Harakiri begehen, wenn ich nicht Erster bin. Ich gehe ja voll konform mit allen. Ja, Parano-Kram. Überhaupt nicht. Egal. Fliegen. Nein. So. Ja, das war gerade ein sehr lustiger Sprung. Rang 4. Niemals. Jetzt sind wir wieder Rang 3. So. Alter, ich krieg die ganzen Boni einfach vor die Schnauze geschmissen. Schweinerei. So, und weiter. Wir machen das. Jetzt werden die Framezahlen wieder, sind die Framezahlen wieder mal verschwunden. Ich weiß nicht, warum die das machen, aber die tun das. So, jetzt will ich aber meinen Goldbonus wieder haben. So ein Goldbonus ist immer ganz schön. Oh, da hinten sind Boni. Ich habe gerade einen Silberbonus schimmern gesehen, aber den kriegen wir nie im Leben. Es sei denn, man kann dann darauf spekulieren, dass die Vorderperson einen Fehler macht. Hat sie ja in diesem Fall nicht. Kommt aber vor. Mir ist sogar schon mal passiert, dass ich abgebogen bin, weil ich dachte, okay, den Goldbonus kriege ich nicht. Und dann hat die Person, die vor mir war, den Goldbonus tatsächlich einfach verpasst. Und ich habe mich richtig geärgert. Da habe ich mir eiskalt in den Arsch gebissen. Wie das aussieht, wolltet ihr gar nicht wissen, glaube ich. Natürlich, hier ist jetzt kein Bonus. Häng nicht, hängen bleiben. Das ist ein Scherz. Das kann nicht sein. Wieso hängen bleiben wir? Okay, wir gehen um die Kurve. Jetzt haben wir Zeitprobleme. Hoffentlich ist da jetzt ein Bonus, den wir einer. Ja, der ist unser. Der ist unser. Okay, das gleicht das Streckentor aus, das wir jetzt nicht gekriegt haben. Schade. Egal. Wir haben den Goldbonus kassiert und das ist, was zählt. Ein Goldbonus gibt 200 Punkte, ein Streckentor gibt 100 Punkte. Und ein Silberbonus. Das ist ja nett. So, Rang 4, was? Wie geht das? Wir haben gerade einen Goldbonus gekriegt. So, das geht noch 4 Minuten. Also ungefähr 2 Rennen können wir noch. Jetzt sind wir wieder Rang 3. Wie auch immer. Ach ja. Letztes Streckentor. Das Ziel erreicht. So, und beweg dich, Pferd. Dann können wir gleich noch eine Ehrenrunde mit dem Schlitten drehen und dann. Also wenn das Wettbewerb vorbei ist, drehen wir noch eine Ehrenrunde mit dem Schlitten, würde ich sagen. Jetzt weichen wir mal von der Standardstrecke ab, denn da war ein Silberbonus. Oh, da weiß ich von diesem Slalom-Tor. Das kann nicht sein, da hat jemand von uns den Goldbonus geschnappt. So, den Silberbonus haben wir aber bekommen. Wie der nette Zwerg vor dem Rennen uns schon gesagt hatte, so ein Bonus kann so einiges ausmachen. Rang 4, was? Nein! Unter Silber sieht alles aus wie Scheiße. Nein, das meine ich nicht ernst. Nein, es geht nicht darum, der Beste zu sein. Silberbonus! Flieg, Pferd, flieg! Du kannst es, ich weiß es! So, und Rang 3, 3 Minuten haben wir noch. Hier können wir überhaupt nichts einsehen, weil irgendwie werden vierstellige Zahlen schon nicht mehr angezeigt. Das missbillige ich im Übrigen. Ist da vorne irgendein Bonus? Sieht nicht danach aus, aber wir erreichen das Ziel auf jeden Fall rechtzeitig. So wie sonst auch immer. So, und weiter. Rang 4, was?
Das ist gelügert! So, und fliegen! Ich habe übrigens festgestellt, dass es hier eigentlich praktisch gar nichts bringt, ein schnelleres Mount zu haben. Da die hier praktisch alle gleich schnell sind. Also die Unterschiede der Geschwindigkeit werden durch die Bonus, die Geschwindigkeitsboost hier so derbe drastisch reduziert. Heißt, das Event ist auf gar keinen Fall Pay to Win. So wie das gesamte Spiel eigentlich überhaupt nicht Pay to Win ist, was ich nochmal angemerkt haben möchte. So, das nehmen wir mal mit. So. Der zieht die Eiskarte an uns vorbei. Ich will einen Bonus, wenn da einer dahinter ist. Das ist ein Goldbonus. Und ein Silberbonus. Den Silberbonus kriege ich dann. Habe mich vermutlich für den falschen Silberbonus entschieden, aber scheiß drauf. 4090 Punkte, das ist annehmbar. Wir gehen rechtzeitig um die Ecke. Den Goldbonus verpasst du. Du verpasst den Goldbonus. Nicht, schade. Ach komm, so. Also ein Rennen dauert so ungefähr 1 bis 1,5 Minuten. Wenn ja man, ja, von Streckentor zu Streckentor 30 Sekunden hat und es gibt 4 Streckentore. Okay, es dauert ungefähr 1,5 Minuten. Dann erreicht die Streckentore bestenfalls früher. Okay, jetzt ist die letzte Runde angebrochen, würde ich sagen. Und vielleicht kriegen wir noch 3 Goldboni, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, die letzte Runde können wir jetzt mit dem Schlitten drehen. Wartet. So. Da wird sich nichts ändern. Aufs Pferd. Nein. Wir sind auf dem Schlitten. Das ist gut. Und eine Ehrenrunde noch. Silberbonus. Vielleicht rettet er uns noch. Nein, überhaupt nicht, aber wir haben ihn. Immerhin. Oh, noch ein Silberbonus plus das Streckentor. Rang 2. Nein, wir Rang 3, schade. Komm, beweg dich, Schlitten. Okay, ich habe jetzt keine Geschwindigkeit mehr. Komm auf Geschwindigkeit. Komm drauf. Nein, Rang 3. Die Schwester hat den ersten Platz geholt. 15 Sterne. Ah. So, jetzt können wir wieder ein bisschen... Das zweite Streckentor haben wir nicht mal erreicht. Ach ja. Das ist ein typischer Bug, der manchmal vorkommt. Jetzt gehen wir einfach... Wir können auch nicht absetzen. Okay, dann eben so. Ein Bug, den ich schon öfter gehabt habe, dass man... einfach den Geschwindigkeitsbonus nicht bekommt. Das kommt manchmal vor. So, diese Runde wird vermutlich absolut nietig, aber es ist ja nur eine Ehrenrunde. So, und fliegen. Mal kurz, so mit dem Schlitten. Hier, so. Ach. Der Goldbonus hat es ausgemacht. Drittes Streckentor haben wir auch nicht erreicht. Das Ziel erreichen wir aber rechtzeitig. So, und Ziel erreicht. Da sieht man, wie wir da hochlatschen. Yay, wir haben den Slalom abgeschlossen. Hurra. Juchaidi und Tralala und was weiß ich nicht alles. So. Nein, ich möchte nicht auf den Schlitten, ich möchte auf das gute alte Schneetreibpferd. So. Wo ist der Bürgermeister? Guten Tag, Bürgermeister Wario Kepai. Ich hoffe, euch haben die Festlichkeiten heute Abend Freude bereitet. Wenn ihr weiter feiern möchtet, könnt ihr gleich fortfahren und weitere Belohnungen einstreichen. Ihr könnt aber auch morgen wieder kommen und noch eine Nacht unter dem Sternenhimmel feiern. Ja, das ist ja nett.
Gehen wir mal erstmal zum Händler und schauen mal, was man hier alles kaufen kann. Also, wir haben 929 von diesen Sternen. Ich habe ja im Voraus schon ein bisschen gefarmt, die letzten Tage, seit das Fest angefangen hat. Da kann man hier Eisfeuerwerke, Himmelslaternen, Himmelsstrahl, paar Schale, paar Waffenveränderungen kaufen. Ein scheckiges Reitpferd für 3000, Rekis von Shiala für 3200, eine Eisfee für 3200. Für die elenden Glückssterne kann man den Frostmimiker für 18 bekommen und den Winterschlitten für 10. Und das ist eigentlich alles, was man hier großartig kaufen kann. Eine Sache kann ich ja nochmal zeigen, bevor wir... Moment, jetzt habe ich abgesessen, das wollte ich eigentlich gerade gar nicht. Ich gehe jetzt hier hin, drücke erstmal STRG I. Ja, Monster auf dem Eis ist gerade losgegangen. Das werden wir jetzt aber nicht wiederholen. So, da war nämlich mal etwas, das ich gerne mal zeigen wollte, weil es lustig ist. So, wo ist das? Bleib mir mal vorbei, Astrologe. Du erzählst eh nur Schwachsinn. Hier ist eine Rampe. Und hier kriegt man den Geschwindigkeitsbonus. So, laufen erstmal eine Weile hin und her. Kriegt aber immer mehr Geschwindigkeit. Irgendwie bin ich gerade aus irgendwelchen Gründen hochgesprungen. Und jetzt sprinte ich und springe. Und ich fliege. Bis hier oben hin. Und hier leuchtet es dann hoch. Ja, wir sind hier drauf gelandet. Und das kann man als Zweihandwaffenkämpfer halt besonders gut. Weil man sprinten kann. Mit anderen Klassen weiß ich nicht, ob das so gut geht. So. Ich würde mal sagen, liebe Gemeinde, wir haben das Winterfest hiermit zelebriert. Spring kurz mal aufs Eis. Aua. Auf dem übrigens der Eislaufwalzer beim letzten Neujahrsspecial von 2013 stattgefunden hat. Auf diesem See war das. Ja, ja. Während des Events. Also, liebe Gemeinde, ich danke euch dafür, wenn ihr das angesehen habt. Vielleicht sehen wir uns ja in der Winter, wie ich sehr oft erwähnt habe, sehr aktiv spiele. Würde mich freuen. Okay, dieser Sprung ging nach hinten los. Erstmal wieder umdrehen in der Luft. Aua. Wir probieren es gleich nochmal. Und, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und vielleicht sehen wir uns ja bei Neverwinter, beim anderen Let's Play wie Dragon Age, welches inzwischen beendet wurde, oder Siedler. Und vielleicht auch bei einem anderen Neverwinter Special. Liebe Gemeinde, irgendwie fliege ich jetzt nicht so weit, wie ich sollte. Erstmal wieder in Luft umdrehen. Kurz warten. Ich möchte Cheerio sagen, wenn ich wieder da oben bin. Sekunde, 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 Sekunde. Und sprinten! Flieg da hoch, Freundchen! Bam! Jetzt sind wir da. So. Kann man sich hier ein bisschen gerade hinstellen. Ein bisschen gerade hinstellen. So, das mit B das HUD ausmachen. Die GUI ausschalten. Mit POS 1 auch dieses Neverwinter aus unten ausmachen. So, dann haben wir hier vorm schon das Bild. Und nun ja. Liebe Gemeinde, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und nun ja, man sieht sich. Cheerio!